Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich zeige euch, wie ihr kostenlos Pokémon bekommt, die es sonst im Spiel nicht gibt. Yay! Das letzte Video mit diesen Cap-Pikachus kam ganz gut an und jetzt hat GameStop eine nette Aktion gemacht und zwar schenken die einen Zarude oder Zarude oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Erst war das so, vom 13.11. hatten die das, glaube ich, bis heute, und ich glaube, das geht auch immer noch, dass ihr in einen GameStop reingehen musstet und da dann einen Code bekommen habt, wenn ihr den haben wolltet. Aber jetzt ab dem 1.12., also ab Dezember, kriegt man auch online einen Code und dafür müsst ihr einfach nur auf diese Seite hier gehen. Den Link dazu werde ich natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Ich weiß auch gar nicht, wie man über die GameStop-Seite hinkommt, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall müsst ihr dann darauf klicken, dann kommt ihr hier auf diese Seite. Und hier seht ihr auch schon gerade die Zarude, müsst ihr hier eure E-Mail-Adresse eingeben und noch die beiden Häkchen hier ankreuzen. Das erste ist egal, das wäre halt der Newsletter von GameStop, wenn ihr den haben wollt, aber die beiden anderen müsst ihr ankreuzen. Wird auch nichts Schlimmes dabei sein, meines Wissens. Hier steht noch irgendwas von Gewinnspielabwicklung, aber ich sehe hier eigentlich nichts vom Gewinnspiel, deswegen gar keine Ahnung, was sie damit vorhaben. Und ja, das ist, scheint ein Pokémon zu sein, was man in den normalen Spielverlauf nämlich nicht finden kann. Ist ja schon mal interessant, nicht wahr? Und ihr solltet das relativ schnell machen, denn hier steht auch erstens nur ein Code pro Kunde, also wird der wahrscheinlich auch immer abwechselnd sein, keine Ahnung. Und nur solange der Vorrat reicht. Also lieber schnell sein, falls die irgendwann weg sind. Kann ja sein, irgendwann. Die haben auch, glaube ich, kein Enddatum genannt. Also vielleicht geben sie einfach, sie haben ganz viele Codes vielleicht bekommen und die hauen sie jetzt raus. Und dann ist Zarude, Zarude einfach weg. Genau. Und wenn ihr das dann hier halt eingegeben habt und abgesendet habt, kriegt ihr eine Mail, da ist der Code drin. Und wie ihr diesen Code dann im Spiel einlöst, zeige ich euch jetzt in-game. So, genau. Und im Spiel selber drückt ihr halt einfach die Menütaste, also das ist die X-Taste, bei der Switch. Dann geht ihr wieder auf Geheimgeschenk, man kennt's. Geheimgeschenk erhalten und wieder per Seriencode oder Passwort empfangen. Blablabla, dafür müsst ihr online sein. Ist ja logisch. Dann stellt er kurz die Verbindung her. Und dann müsst ihr da halt diesen Code eingeben, den ihr per Mail bekommen habt. Das ist ein recht langer Code und leider auch nicht aufgeteilt irgendwie in Viererblöcke oder sowas. Aber bei mir ist er zum Beispiel der hier, also 16 Zeichen lang. Ihr könnt probieren, ob ihr diesen Code eingeben könnt, aber meines Wissens sind die Codes immer unterschiedlich. Also der ist auch nur einmal einlösbar. Aber ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Vielleicht stimmen da meine Informationen nicht ganz, falls ihr nicht selber eure Mail da angeben wollt oder was weiß ich. Ach, hier kriegen wir unser Zarude oder Zarude oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Dieses komische Affenwesen auf jeden Fall. Hallo, kleines Geschenk. Du wirst nicht so süß sein wie die Pikachus, die ich neulich geholt habe. Ja, ich finde ihn mega hässlich, aber ich glaube, der ist recht stark. Vor allem, weil halt Unlichtpflanze ist. Und jetzt gucken wir natürlich noch kurz an, was das denn genau für ein Pokémon ist. Ob der jetzt ein krasses Level hat oder was er sonst so drauf hat. Er ist Level 60 auf jeden Fall. Das ist nicht so ganz schlecht. Gucken wir jetzt einfach mal den Bericht an. Er hat Überreste dabei, bringt jetzt nicht so viel, aber dabei haben ist dabei. Originaltrainer ist Jungle. Ob das jetzt wirklich ein Trainer ist oder ob der einfach aus dem Dschungel kommt, gar keine Ahnung. Komischer Pokéball, mit dem er gefangen worden ist. So ein roter, den kenne ich ja gar nicht. Egal. So. Hier könnt ihr mir auch nochmal sagen, ob euer Zarude genauso ist wie meiner. Ihr seht ja hier die Werte von ihm. Bei mir hat er viel KP und Angriff und sehr wenig Spezialangriff. Bisschen merkwürdig. Ich glaube, das ist auch bei jedem anders. An Attacken hat er anscheinend Nahkampf, Blattgeisel, Angeberei und Standpauke. Und er kommt von einem netten Ort. Ah, süß. Und er nickt sehr oft ein. Okay, cool, cool, cool. Er hat sogar schon eine Auszeichnung hier bekommen. Das Wunschband, das angeblich Wünsche erfüllt, hat er auch noch dabei. Na, das ist doch ganz toll. Ja, aber so bekommt ihr den Zarude. Auf der GameStop-Seite selber wusste ich nicht, wie man da hinkommt. Deswegen einfach mal in die Videobeschreibung gucken und da einfach auf den Link klicken. Sollte ich dir auch hinbekommen. Ja, das war's dann auch schon mit diesem kleinen Video. Falls ihr nicht wusstet, dass das gerade eine Aktion dazu gibt. Wenn euch das Video gefallen hat und euch das irgendwie geholfen hat, dann ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.